Ja, aber das habe ich gesehen und dachte, interessant, da müssen wir mal reingucken. Es heißt nämlich Neun Drehorte Einen von King of wunderschönen guten Queens und Tag da und fängt er einfach an hallo zu aus. reden. Ich wollte eigentlich nur den Bild größer machen, so. Genau, Neun Drehorte von King of Queens, Armin irgendwas heißt der Dude, hab den noch nie gesehen. Gucken trotzdem mal, Moment. Gucken nochmal rein. Genau, Armins Merlin. Über 100.000 Abonnenten. Scheint also ein bisschen Erfolg mit YouTube zu haben. Genau, neun Drehorte von King of Queens. Für die jüngeren Zuschauer hier vielleicht zu sagen, King of Queens war eine Sitcom in den 90ern und Anfang der 2000er mit Kevin James und Lea Remini. Kevin James kennt man, Kindsköpfe, Hitch, der dicke Lustige, Schwergewicht, das kann ich besser noch, er hat sehr viele Filme gemacht inzwischen, das war sein großer Durchbruch mit King of Queens, er war vorher normaler Comedian, also gibt es ja sehr viele in Amerika und genau, dann hat er King of Queens gemacht, zusammen mit Lea Remini, die und dem großartigen Jerry Stiller, dem Vater von Ben Stiller, Rest in Peace, genau, die haben damals die Heavenants gemacht, also kurz Recap, ich mache das jetzt einfach hier. Genau, für die, die es nicht kennen, weil die Serie halt auch wirklich schon 15 Jahre oder länger sogar ist die schon abgedreht und gibt es nicht mehr. Läuft hin und wieder auf Kabel 1, glaube ich, oder auf RTL oder ProSieben Max, irgendwie solche Sender halt, ne? Wo halt so alte Sitcoms laufen. Und genau, Kevin James, also Doug Heffernan, ist Kraftwagenfahrer bei UPS, also Lieferbote, wie DHL sozusagen. Lea Remini arbeitet in einer Anwaltskanzlei als Anwaltssekretärin und in ihren Keller ist Jerry Springer, also Arthur Spooner, der Vater von Carrie, gezogen, weil er sein eigenes Haus abgebrannt hat. Und diese Kombi ist einfach fantastisch gewesen. Einer meiner absoluten Lieblings-Sitcoms of all time. Natürlich gibt es neuere wie Modern Family, die ich sehr liebe, oder Brooklyn Nine-Nine. Aber King of Queens ist so, das war so die letzte klassische Sitcoms. Also es gab ja früher Sachen wie Full House, Hör mal, wer da hämmert, ganzen Familien-Sitcoms wie hießen die denn alle? Eine starke Familie oder, oh, wie hießen Bill Cosby natürlich, die Cosbys, und. Alle unter einem Dach und ihr kennt eh. Wenn ihr es kennt, kennt ihr es. Wenn ihr damals nichts mitgekriegt habt, dann sagen euch die ganzen Namen auch nichts. Genau. Und King of Queens war so die letzte aus dieser Art, dass es so um dieses Familiending ging. Aber war also die erste auch ohne Kinder tatsächlich. Nicht die erste ohne Kinder, aber es war eine ohne Kinder, die damals eher selten gab. Die meisten hatten halt Familien und da ging es um Kinder. Und genau, deswegen war King of Queens auch schon mal was bisschen was anderes. Die wollten so eine moderne Honeymooners sein. Honeymooner war damals so eine Serie in den 50ern oder so, schwarz-weiß. Gibt es auch eine kleine Hommage in King of Queens dann dran. Und genau, das hat Kevin James mal in einem Interview erzählt, dass er so die modernen Honeymooners war und die hatten halt keine Kinder. Alle lieben Raymond gab es damals auch noch. Das war ja so eine Partner-Sitcom. Beziehungsweise King of Queens wurde nur möglich durch Alle lieben Raymond, weil der Hauptdarsteller Raymond, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, sich eingesetzt hat für Kevin James und die waren befreundet und er hat auch schon vorher in Alle lieben Raymond da mitgespielt. Und irgendwer ist dadurch dann King of Queens entstanden und das mit Carrie und Raymond hat dann auch am Anfang da mitgespielt und so. Waren immer langweilige Folgen tatsächlich, wenn der dabei war. Die waren immer ein bisschen, fand ich immer ein bisschen blöd. Aber gut, wir wollen jetzt die Drehorte sehen. Wenn ihr King of Queens gucken wollt, ich glaube, auf Amazon Prime gibt es die alle. Netflix weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hätte ich entdeckt. Und Disney Plus glaube ich auch nicht. Nee, wisst nicht. Obwohl Disney Plus könnte sein. Weiß ich nicht. Genau, Amazon Prime hat die, glaube ich, aber alle. Genau, könnt ihr mal angucken. Schwer gealtert, also nicht schlecht gealtert, aber auch nicht gut gealtert, irgendwie so ein Mittelding ein bisschen. Allein die Kameraführung in den ersten Staffeln, also die Kamera, das Bild in den ersten Staffeln siehst du so, okay, das ist halt alt. Ne? Also die ersten Staffeln waren 98, das ist halt auch schon sehr lange her. 25 Jahre?
25 Jahre. 25 Jahre? Ich glaube, 99 kam es nach Deutschland, habe ich es dann tatsächlich die erste Folge gesehen. War erst nicht so begeistert, habe dann aber weitergeguckt und habe es lieben gelernt. So, jetzt aber zu Armin hier. Queens, New York. Meine Augen werden müde. Mein Rücken. Okay, das ist das Anfangslied, aber dass der das übersetzt hat, ist ein bisschen eklig. Also wirklich, das. Langsam schwach. Im Verkehr sind Stunden auf der Brooklyn. Achso, für die Hip-Hop-Fans unter euch. Fat Tony hat damals sein Clint Eastwood-Video, war eine Verbeugung, eine Hommage, wie man es auch nennen mal, vor King of Queens, weil er sich da halt als Duck verkleidet hat und Pakete ausgeliefert hat. Das war ja nämlich genau mit dem Vorbild von King of Queens. Das ist echt nicht gut. Ich hoffe, das hatte ich selbst. Genau, das sind sie. Heute gibt es ein richtiges Spezialvideo. Vor allem, da das hier ein deutscher Kanal. Erinnert mich ein bisschen an meinen ehemaligen Kollegen Kurt. Liebe Grüße, falls du das irgendwann mal sehen solltest. Der hatte auch so ein bisschen so ähnlich. Der hatte auch so einen Bart, aber der hatte einen Bart, war wesentlich roter und ein bisschen größer, ein bisschen mehr Bart so. Aber ansonsten sind sie ein bisschen ähnlich. Bist, denn heute bin ich hier in New York unterwegs, um ein paar Locations, Drehorte von der legendären Serie King of Queens, die wir alle so lieben, zu besuchen, beziehungsweise erstmal zu suchen. Ich habe online geguckt, wo es ein paar davon gibt. Einige davon sind gar nicht in Queens. Ja, das Haus, das sie mal zeigen, ist, glaube ich, in New Jersey. Nicht mal in New York, sondern ja. In New Jersey. Ja. Aber die alle hier wirklich in Queens sind, die suche ich jetzt zusammen mit Ronald. Oh, ich habe noch gar kein Mikrofon. Hallo. Falls ihr ihn noch vom letzten Video kennt, er wohnt in Queens. Und witzigerweise wohnt er sogar ganz in der Nähe einer der Locations, was wir... Das wusstest du gar nicht, ja, ne? Ja, also direkt von meinem Fenster kann ich... Die Apartmentwohnung von Deacon und Kelly. Genau. Da kommen wir auch noch hin. Aber wir stehen jetzt gerade schon vor einem der wichtigsten Orte. Genau, Deacon und Kelly waren die Deacon war der beste Freund von Doug. Haben auch zusammengearbeitet. Und Kelly war seine Frau. Und die war dann auch mal mehr, mal weniger die beste Freundin von Carrie. Das hier ist die Uni. Genau, da sitzen sie vor am Anfang. Die Sphere. Die man im Intro die Weltausstellung. Sieht, Carrie und Doug. Da war aber auch, hier hinten sieht man es, Moment, meine Maus. Hier hinten sieht man es, da war auch die Weltausstellung war das hier. Und mit diesem Ding und da, das sind ja diese UFOs in Men in Black 1. Wer es sich noch erinnert, am Ende haben gesagt, das sind echte UFOs und sagt Will, die sind echt, das sind echte UFOs? Ja klar, man wollte was vertuschen, sagt Tommy Lee Jones dann. Was hat er sonst für Queens gesprochen? Sie hier genau, deswegen kann ich das ich immer. Gerade gemerkt, ich dass, glaube ich, sogar Arthur im Hintergrund rumläuft. Ja. Und das Ding ist einfach zehnmal größer, als ich gedacht hätte. Und ich versuche einfach mal, die Szene hier zu rekreieren, diese eine Sekunde. Das Problem ist, diese Bäume dahin, hier standen vor 30 Jahren, ich meine, das wurde in den 90ern gedreht, die standen noch nicht da. Ich glaub, weil das Intro erst ab der zweiten oder dritten Staffel kam, glaube ich. Das Intro, als sie da gedreht haben, das war erst später. Das war nicht direkt am Anfang gab's. Und das fand ich ein viel besseres Intro, wobei natürlich das jetzt auch legendär ist, weil es einfach schon so lange gibt und man es tausendmal gehört hat. Aber das erste Intro war einfach so U-Bahn-mäßig. Da war so ein Sticker an der Wand und der ist dann so eine U-Bahn irgendwie vorbeigefahren, dann ist der abgefallen und drunter stand dann halt die Producers. Und dann ging's los. So ein richtig kurzer Anfang, was ich immer sehr mochte. Aber natürlich sind so diese Anfangslieder von Sitcoms sind natürlich auch immer legendär gewesen, wie bei Full House, was heute wahrscheinlich irgendwie jeder mitsingen kann, der das geguckt hat. Oder die Anfangs von der Cosby-Show war natürlich auch immer geil mit diesem Tanzen in der Mucke. Oder Hör mal, wer der hämmert mit diesen Säge- und Hämmergeräuschen, war auch geil. Ich glaube, wir müssen da vorne hin. Und Action! Ja, krass, ja, kommt hin. Sehr gut. Krass, ne, dass die Bäume da jetzt so groß sind. Warte mal. Die waren gar nicht da. Ja? Da zählt mein Ding natürlich. Krass, die waren gar nicht da. Oder die haben die rausretuschiert oder so. Krass. Die haben einfach Bäume gepflanzt. So groß sind die nach 25 Jahren.
Sehr gut. Driving home to you. Ja, sehr gut. Nummer 1 geschafft. Tatsächlich in Amerika, witzigerweise, kaum jemand hat King of Queens. Ja. So, echt? Also viele von meinen Freunden in L.A., die kennen King of Queens nicht mal. Aber in Deutschland ist es super beliebt. Ja. Also, eine der beliebtesten Serien aller Zeiten. Hast du es hier auch? Natürlich wurde es auch in den USA geschaut, aber der Unterschied ist riesig. Ich kann es nur so erklären. In den USA gab es so einen Überfluss an Sitcoms, vielen, die sie nie nach Deutschland geschafft haben. Vielleicht gab es einfach zu viel Auswahl, außerdem deutsche Synchro wirklich gut in dieser Serie. Ja, das stimmt, die deutsche Synchro ist echt gut. Ich habe es aber auch die DVDs geholt und es war so die erste Serie, die ich auf Englisch geguckt habe tatsächlich. Noch lange bevor dieser große Hype war mit ich gucke nur noch auf Englisch, denn sonst kommt das ja gar nicht richtig rüber. Da hat noch jeder auf Deutsch geguckt. Da habe ich King of Queens auf Englisch geguckt, weil ich einfach mein Englisch verbessern wollte. Und hat ein bisschen was gebracht tatsächlich. Ich habe teilweise so viel King of Queens, es geht ja 8 Stunden eine Staffel, habe ich den ganzen Tag King of Queens auf Englisch geguckt, am Samstag oder so, dass ich teilweise auf Englisch gedacht habe und auf Englisch geträumt. Hätte ich mal weitergemacht, wäre ich wahrscheinlich heute voll gut in Englisch. Naja. Ah ja, es gab richtig viele. Eine Folge habe ich gesehen. Vielleicht eine. Viel Trash gab es auch in Amerika mit Sitcoms und da ist auch viel rübergeschwemmt. Also es gibt wirklich unfassbar viele Sitcoms, die so rüberkamen, die so ein bisschen untergegangen sind in Deutschland, die ich aber auch ganz, ganz viele mal 1-2 Folgen sehe und dachte so, ja, nee, das brauche ich nicht. Ja. Eine Folge. Vielleicht ältere, ich weiß nicht, aber ich habe auch ältere Freunde, die haben das auch nicht geguckt. Naja. Die deutsche Synchro ist halt auch sehr gut in dieser Serie, muss man sagen. Ich muss mal ein bisschen laufen lassen, ich quatsch voll viel heute. Ich könnte aber denken, dass das mein zweites Bier ist. Billie Jean King National Tennis Center. Wie sind Sie da reingekommen? Wenn wir bezahlen. Ah, okay. Ja, das machen wir heute nicht. Aber hier sind die US Opens. Das wichtigere Stadion ist aber dahinter. Ah, okay. Irgendwann muss ich nochmal nach New York, ey. Ja. Hier ist das City Field, das ist das Stadion der Mets, die New York Mets, der Baseballverein. Und wir alle wissen, Doug und Fun Fact, auch Kevin James, der Doug spielt, sind große Fans der Mets. Gibt eine fantastische Szene, da soll Doug mit Carrie ein Kleid aussuchen gehen. Und er hat gar keinen Bock, aber er wollte, sie hatte da eine neue Freundin und sie wollte, dass sie weniger Zeit mit ihrer Freundin verbringt. Und dann hat er gesagt, ich gehe mit dir ein Kleid kaufen, obwohl er gar keinen Bock drauf hatte. Und dann hat Carrie so gesagt, ja, welches willst du? Und dann kam sie mit einem raus, das war blau und orange. Und Doug so, yes, ja, das ist es. So, echt? Ja, blau und orange, die Farben der Mets. Und für ihn war das so, ja klar, das beste Kleid, auch egal wie es sonst aussieht. Das Stadion, das in der Zeit, das Mets-Stadion war, während die Serie gedreht. Ah, Korrektur, das Shea Stadium ist da, haben wir die Stadion der Mets war genau daneben, da wo gleich der riesige Parkplatz ist, davon ist aber nichts mehr. Wurde, okay, krass. Ist gar nicht das hier, das ist genau dahinter und ich glaube, man kann da gar nicht mehr viel von sehen und wir werden da jetzt nicht hin, das ist jetzt das neuere Stadion seit 2008. Ah, ist sowieso immer krass, diese Baseballstadien sind so groß. Aber haben wir mal, Alter, es ist so. Zu groß sind die, es ist schon heftig. Ah, okay, das war der Parkplatz wahrscheinlich. Aber das ist auch, das können wir Deutschen gar nicht begreifen, wie groß und wichtig Baseball in Amerika ist. Wir denken immer, Football ist riesig mit Super Bowl und so, klar, größte Sportveranstaltung in Amerika. Aber Football ist gar nicht so beliebt wie Baseball. Also ich glaube, Baseball, Football, Basketball sind so die beliebtesten Sportarten, aber Baseball ist wirklich der beliebteste Sport Amerikas. Das ist so Wahnsinn. Wenn man sich dann mal so ein Spiel anguckt, sind die gar nicht so spannend. Also selber Spiel macht wahnsinnig viel Spaß, aber so die Spiele an sich sind halt viel warten, gucken, Schlag, trifft er, oh, er trifft. Und dann wieder Strike. Das ist ja also... Guckt euch mal ein Baseballspiel an. Es ist viel warten.
Falls jemand von euch ein neues Moped braucht, das liegt einfach hier. Unfall gehabt, einfach hier liegen lassen. Beieinander, laut und die Bahnen hier vorbeifährt und da sind Häuser. Wow. Die hören das alle 5 Minuten. Das ist so laut, wenn die Bahn hier oben anfährt. Das sind übrigens in Corona-Karte. Sind vermutlich aber auch wahnsinnig günstig, diese Häuser, weil sie eben direkt so kacke liegen. Also, du hast der Stadtteil, ist ein bisschen billiger. Stadtteil Queens. Genau. Queens ist ja eine Borough, das ist ja im Prinzip Stadtteil, aber das ist auch noch ein Stadtteil des Stadtteils. So, genau hier, die Adresse ist unten eingeblendet, ist die Titelsequenz. Da kommt der Truck, so, und dann. Echt, ist aber noch anders aus damals, oder? Ich hatte gerade einen Taco-Truck vor, das heißt, es ist nicht optimal. Aber. Verdammter Taco-Truck. Es ist immerhin. Zeig mal Vergleich, zeig mal das Video im Vergleich. So. Also, mir kommt es bekannt vor, aber. So haben wir es. Oh, perfekt, das ist der UPS-Truck. Ah, ja, krass. Ja, gut, da ist das riesen King of Queens-Ding vorne. Heftig, aber ganz schön alt geworden. Also siehst du unten noch, dass die, meine Maus da, ist die hier, sieht man noch, dass die Farbe halt noch viel frischer ist als da jetzt. Hier sind natürlich noch ganz andere Läden und so. Ah, krass. Fuck. My eyes are getting weary. Metrobrücke an der Roosevelt Avenue and 11th. Über 20 Jahre her. Dass das gefilmt wurde. Sieht ein bisschen anders aus, aber man erkennt es schon. Auf jeden Fall viel los hier. Ah, Geldtransport. Chata. Verrückte Ecke, muss man sagen. Wenn man denkt, puh, was für eine schäbige Ecke. Die kleinen Häuser hier kosten um die eine, was? Alle um die 1,8 Millionen? 1,18, Alter! Bitte was? Bitte was? Wow! Alter, wo sind denn die gerade? Heftig. Das große, vor dem die gerade sind, das kostet 1,8 Millionen oder was? Das kleine kostet 1,1. Tschüss. Kein Wunder, dass die da alle hochverschuldet sind in Amerika und einen Bankencrash hatten und so einen Bankencrash. Heftig, ey. Die Häuser, eine Million. Eine Million. Was? So, wir sind immer noch im gleichen Stadtteil. Und wir sind gerade bei der nächsten Location angekommen. Wir sind immer noch im Intro der Serie, aber hier eine ganz wichtige Stelle und zwar Limoneneis. Nein, das ist nicht, wo Arthur im Rückblick das Limoneneis kauft, sondern wo Doug im Intro das Eis kauft. Und das ist original. Erstens dieser Laden und zweitens, also sieht aus, als hätten sie in den Jahren das Schild nicht mal ausgewechselt. Das sieht wirklich noch genauso aus. Could I get one scoop of chocolate, please? And one scoop. Thank you very much. All right. I think that's everything. Thank you. But I got a question. Do a lot of people come here? Because, there's a TV show that was... Yeah. Germany, you got... Direkt gewusst. Ja, ja, Deutsche. Ah, krass. Okay, it's an American show, but it was very popular in Germany. I never really watched it. He's American, really I'm popular. German, but... Yeah, I'm the next servant. Ach, nice. Did you actually do it? In 20
years ago. Wow. You actually did. Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Das ist wirklich krass. Nice. Ich glaube, das ist selbst die Schokolade. Einfach noch der Typ da, der das gemacht hat. Ist gefrorenes Wasser halt. Genau. Aber bekannt. Aber da sieht man mal, wie low budget das eigentlich damals produziert wurde, oder? Ich meine, du holst ja nicht mal irgendwie Schauspieler oder sowas, sondern du gehst einfach an einen echten Eisstand und lässt dir von dem echten Eisdude das Eis geben. Geil. Ich bin das Limoneneis. Ja, und normalerweise habe ich ja im Rom gesagt, immer eine Schoko und Vanille. Ich dachte mir, das probiere ich jetzt mal. Und das ist tatsächlich ganz cool. Der ist halt auch wirklich richtig beliebt und sehr, sehr bekannt. Deswegen für diese vier kleinen... King of Corona, hey, haben die sich so umbenannt? Zu Corona-Zeiten oder was? Dinger, $12. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und King of Queens. Aber ich frage ihn jetzt, ob er die Szene mit mir nachstellen möchte. Mal gucken, aber okay, der war sehr nett. Machen wir aber kurz gleich. Amerikaner sind bei der Arbeit alle sehr nett. Okay. Oder sind, glaube ich, allgemein alle sehr nett. Okay, thank you very much. Ja gut, ne, die haben wahrscheinlich gesagt, okay, dreht's mal so, dass unser Logo drin ist, dass man sieht, wie unser Laden heißt. Und dann haben sie da mitgemacht. Have a good day. Bye bye. Geil. Geil. Nur, dass ihr es wisst, wir haben das gerade zweimal hintereinander gemacht, weil ich vergessen habe, die Kamera anzumachen. Und wir geben den schon seit 10 Minuten hier auf die Nerven. Aber super netter Typ. Also kommt auf jeden Fall zum Lemon Ice King of Corona. Ein legendärer Eisladen hier von King of Queens. Krass. King of Queens hat predicted Corona. Sie wussten es vor allen anderen. So, hier kleiner Zwischenstopp, aber nicht ganz so wichtig, weil es hauptsächlich nur von drin gezeigt wird und wahrscheinlich auch nicht mal dort gefilmt wurde. Aber das hier ist das Einkaufszentrum, wo Doug und Carrie shoppen gehen. Wie ist es nochmal? Queen Center Mall? Genau, Queen Center Mall. Ah, ja, stimmt. Das wurde mal gezeigt beim Shoppen. Wir wollen eigentlich nach da. Okay, wir sind fast da, aber diese Gebäude sehen alle gleich aus. Da wurden Deacon und Kelly. Deswegen wissen wir noch nicht ganz, welches es ist. Wir haben es gleich. Gucken gerade, ob irgendwelche Läden davon noch zu sehen sind. Und ja, also müssen es die beiden sein hier. Lass uns auf die andere Straße gehen. Ja, wir müssen hier überqueren. Wie geil, ich würde das auch gerne mal machen. Ne? Und da haben wir... Danny's und Spencer. Ach, Danny und Spencer, ne? Okay. Und so sieht das ungefähr aber aus. Aber Deacon Kelly war so ähnlich. So nennt man das hier Establishing Shot. Die zeigen quasi das Apartment. Und dann wird reingeschnitten. Natürlich haben die nicht hier in dem Apartment selber gedreht, sondern wie es bei einer Sitcom üblich ist, haben die das auf einer Soundstage gedreht und ganz einfach in einem Studio ein Set gebaut von dem Apartment selber. So ungefähr. Wobei ich gerade nicht weiß, ob das ein Schwinger ist oder so, muss ich nochmal nachgucken. Hm. Danny und Spence's Apartment. Ja, das hier ist übrigens Queens Boulevard. Cool. Eine sehr große Hauptstraße. Aber Deacon Kelly haben auch in so einem Backsteinhaus gewohnt. Falls jemand Entourage geguckt hat, die Serie, sehr witzige Serie, guter Einblick in den Hollywood Lifestyle. Aber da machen sie einen Film über Queens. Der Film heißt Queens Boulevard. Wie diese Straße. Okay. Ah ja, kenne ich nicht. Wurde aber hier wahrscheinlich nicht gedreht. Das ist nur ein kleiner Fun Fact. Was soll ist das? Achtungsfahren oder was? Sehr entspannt. Starry eyes and cellophane. She takes her walk, she makes her plans. Truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. Are we falling? Ich glaube, da ist immer Sirene irgendwo, ne? New York ist immer so. When everyone is gone, are we breaking tidal?
to ask the question why. Jetzt sind wir aber hier, Forest Hills in Queens. Und hier gibt es sehr viel gutes Essen. Und hier sind wir schon in einer dieser Straßen. Wir gehen jetzt irgendwo kurz was essen, bevor wir die letzten drei Locations für heute hier abklappern. Weil das Krasse ist ja, in Deutschland wird... Oh, genau, das erklären. Doug hat nämlich bei IPS gearbeitet und das war quasi UPS nur in grün. Und statt, ich glaube, UPS heißt hier Universal Parcel Service und IPS hieß International Parcel Service. Und genau, das war halt einfach UPS grün gefärbt. Maybe I was wrong. Martha's Country Bakery. Okay. Sie können einfach so einen ganzen Kuchen hier nehmen. Oh. Aber ich mache nur Schokolade. Echt? Alles Schokolade. Keine Beeren? Beeren und ist auch Schokolade drin? Nee, leider nicht. Fast wie in Deutschland. Ja. Aber fast. Okay, was sagst du so? Du kennst es ja an Hamburg. Krasser finde ich. Gibt es hier irgendwas, das an deutsche Backkunst herankommt? Ronald hat mal 2 Jahre in Deutschland gelebt. Als wir uns in Boston auf einem Filmdreh getroffen haben, haben wir einen extrem krassen Zufall festgestellt. Die Story hatten wir letztes Mal in New York erzählt. Oben. Das Schokohündchen. Schokohündchen. Das vermisse ich. Das Beste ist aber Franzbrötchen, oder? Ah, Franzbrötchen. Franzbrötchen? Magst also, du nicht? Was? Kaiser, Kaiserschmarrn. Irgendwas Besonderes. Aber man isst sie zum Frühstück. Ah, die einfach die normalen Brötchen. Ja, genau. Aber die heißen Kaiser. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß es auch. Kaisersemmel. Ich will das rausfinden. Das sind diese guten Kaiserbrötchen. Kaisersemmel. Okay. Genau. Aber hier nicht ganz so gut hier. Nicht ganz. Also es gibt polnische Bäckerei, die haben. Im Vergleich zu Deutschland ist es mehr süße Sachen. Also hier würde. Ja, das ist halt ne. In Deutschland hast du halt irgendwie Bäcker mit Konditorei gemischt. So eine richtig, klar, richtige Konditorei gibt es auch. Aber das ist schon, was die da auffahren, ist schon krass. Du kannst kein Brot so wirklich finden. So ja, ist halt eine Konditorei, ne? Ist halt kein Bäcker. Genau. Oh, der sieht aber gut aus hier. Oreo. Oreo. Hier sind wir wieder bei Queens Boulevard und dieses Haus hier ist ein weiteres Apartmentgebäude von einem der Charaktere. Und zwar Deacon und Kelly wohnen hier. Ah, okay, ich gehe noch mal näher ran. Aber an dieser Stelle muss man einfach sagen, die Gebäude hier sehen alle sehr ähnlich aus. Fast gleich aus. Ja. Und zwar die ganze Straße runter, also kilometerlang. Am Ende des Videos nochmal ein großer Shoutout. Das sind alles Backsteingebäude. Überleg mal, wie viele Backsteine die gehabt haben müssen, ey. Wie solche Riesenhäuser. Vielleicht an die Person, die Locations rausgesucht hat von diesem Blog online. Das muss Monate gedauert haben, um alle diese Locations Jahrzehnte später zu finden. Also wirklich der Hammer. Ach so, okay, ja. So ungefähr ist der Establishing Shot in der Show. Zip. Nur, dass dieses Schild davor noch nicht stand. Ja. Ungefähr ja. So. Ja. Der Apartment war wieder auf einer Soundstage in einem Studio wurde das dann gebaut. Natürlich. Hier drin wurde natürlich auch nicht gedreht. Die werden nicht in richtigen Wohnung gedreht. Und jetzt zur nächsten. Ah, so, leider musste Ronald mich jetzt verlassen und ich werde die letzten beiden Locations alleine machen. Das ist tatsächlich auch wieder Wahnsinn, dass hier nach all den Jahren immer noch ein Obststand ist. Hier gehen die beiden nämlich lang, die laufen da einfach dran vorbei. Im Intro. Ganz genau hier.
Hä, wer filmt jetzt? Cool. Thank you very much. Ah, und jetzt ist er noch nach New Jersey gefahren wahrscheinlich, ne? Ja. Habe ich auch mal einen TikTok gesehen. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Es kann auch von dem Typen gewesen sein, keine Ahnung. Auf dem TikTok gesehen, da meinte eine, oder was, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall meinte die Person, sie läuft da in New Jersey rum, plötzlich ist in der Gegend, wo alle Häuser aussehen wie bei King of Queens. Ja, manchmal zwingt einen YouTube aus der Komfortzone zu gehen. Also das ist was ich normalerweise, oder wo ich mich lange vor sehr gescheut habe, Leute anzusprechen und nach irgendwas zu fragen, vor allem sowas Komisches wie jetzt gerade. Da habe ich gerade zwei Fremde angesprochen und gefragt, könnt ihr mir kurz die Kamera halten? Ich versuche das Intro von so einer Fernsehserie, die sie auch nicht kannten, nachzustellen. Naja, hier bin ich immer noch in Forest Hills in Queens. Ah, okay. Und hier ist es echt, plötzlich ist man in so einer ruhigen Nachbarschaft, die man auch in einer deutschen Stadt so sehen könnte. Hier Ziegelsteinhäuser, die Häuser sehen alle, ja, so recht normale Häuser, sag ich mal. Queens ist auch riesig, ne? Muss man auch sagen. Die aber Queens ist ein richtig großer Stadt, ist glaube ich der größte Stadtteil. Wir sind immer noch in New York hier. Und ich meine, so ein Haus mit Garten. Ich habe jetzt nicht auf Zillow oder so geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Häuser hier alle um die 3 Millionen plus sind. Ey, wenn so ein komisches, schäbiges, kleines Haus da schon 1 Million kostet, alter Falter. Und dann so ein großes hier zwischendrin, ja, das ist auch super schön. Die kosten ordentlich. Dann nochmal um einiges mehr. Ja, das sieht echt ein bisschen aus wie in Deutschland. Ne? Wirklich. Also auch europäisch nachgebaut mit diesen, so ein bisschen burgmäßig und so, das haben sie schon ein bisschen Europa kopiert. Aber haben wahrscheinlich auch alte Siedler von damals gebaut. Die Dinger stehen da wahrscheinlich auch schon ein paar hundert Jahre. Nummer 150. Das kann sich Beramis kaufen, finde ich. Das ist ja eigentlich super schöne, einfache, ruhige, also einfach ist sie nicht, aber ruhige Nachbarschaft. Und das ist immer noch New York, ne? So was erwartet man halt nicht, wenn man sonst nur Manhattan kennt oder Brooklyn. Naja, Brooklyn hat auch sowas, aber vor allem Manhattan steht ja immer einfach. Brooklyn hatte mal, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber Brooklyn hatte früher die größte Millionärsdichte in New York. Also es haben mehr Millionäre in New York gewohnt, in Brooklyn gewohnt, als in Manhattan. Die haben halt alle in Manhattan gearbeitet, aber die wohnten dann die meisten in Brooklyn. Nur für New York, mehr oder weniger. Aber das ist eben auch New York City hier. Und wo wir gerade in so einer Nachbarschaft sind, da könnte man ja auch denken, ach ja, hier steht ja auch Doug und Carries Haus irgendwo. Nee, das steht aber in New Jersey. Das steht zum Beispiel in New Jersey, gegenüber von New York City quasi. Könnte man sich aber hier so zwischendrin vorstellen. Hätte man auch da drin. Das gleiche gilt auch für ein paar andere Locations. Die werde ich alle am Ende im Video noch auflisten. Es kommt auch noch der Link zu dem Blog, wo ich die Adressen her habe, wer wirklich noch mehr sehen möchte als das, was ich gezeigt habe. Und ich zeige am Ende des Videos auch nochmal die Route, die ich heute gegangen bin. Was passiert jetzt? Hey, guck, hätten sie auch das Haus einfach nehmen können, ne? Wäre es in Queens gewesen. Komisch, dass sie das in Jersey genommen haben. My eyes are getting weary, my back is getting tight. I'm sitting here in traffic on the Queensboro Bridge tonight. But I don't care, 'cause all I wanna do is cash my check and drive right home to you. Oh, stimmt, das war auch mal ein Spot. Doch egal wie lang, es gibt nichts, das ich lieber tu. Auf Deutsch klingt das so scheiße. Denn ich weiß, zu Hause wartest du. Mein Leben lang bleib ich bei dir. Mein Leben lang bleib ich bei dir. Mein Leben lang bleib ich bei dir. Alles, was ich brauch, bist du. Alles, was ich brauche. Alles, was ich im Leben brauch,
bist du. Ah, ich krieg mal wieder richtig Bock hier auf Queen zu gucken. Wenn die deutsche Version nicht schlimm ist. Ah, dann sind sie. Duck and Gary, Duck and Gary, Duck and Gary. Ja, King of Queens ist nur eine Fernsehserie. Ja. Eine Serie, die sehr viel Spaß macht, zu gucken. Darüber hinaus ist sie aber noch sehr viel mehr. Und ich denke, es geht einigen da draußen ähnlich. Der Gedanke an eine Serie wie diese transportiert mich sofort zurück in unser altes Wohnzimmer, wo ich am Nachmittag mit meinen Brüdern eine Folge schaue. Mit meinen Großeltern, die nun nicht mehr da sind. Oder gar mit der ganzen Familie. Erinnerungen. Für mich, vor allem da ich nun auf der anderen Seite des Planeten bin, wichtige Erinnerungen, die mir jedes Mal, wenn sie hervorkommen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber sogar ohne diesen Nostalgiefaktor schafft diese Serie dies immer noch, wenn man sich mal wieder eine Folge anschaut. Also vielen Dank an Doug, Carrie, Arthur, dem Cast, Crew und den Machern von King of Queens für die unzähligen Momente der Freude, die sie vielen von uns bereitet haben und die Erinnerungen daran. Und hier vor mir haben wir die letzte Location für heute. Immer noch direkt neben der Cooper Avenue, aber leider nicht mehr den gleichen Namen. Das Coopers. Jetzt heißt es allerdings... Oh, das Coopers, das war die Stammkneipe. Your Man's Irish Pub. Ein irischer Pub, so ungefähr. Das Coopers. Es ist da als Establishing Shot mit anderen Autos davor natürlich. Anderes Design, aber das hier ist es. Das Coopers. Und damit beenden wir unsere heutige King of Queens Spezialtour hier in Queens. Und es geht zurück nach Hause nach Los Angeles. Hier könnt ihr euch erstmal die genaue Tour, die ich gemacht habe, abfotografieren. Scheint zwar seit 2014 inaktiv zu sein, aber nochmal ein großes Dankeschön und Respekt an die Person hinter dem New York City Explorer Blog, wo die ganzen Locations gelistet sind. Ein, zwei weitere, die ihr noch besuchen könnt, wären natürlich das Heffernan House, das in der Serie zwar hier ist, aber in Realität gegenüber von New York in Cliffside Park, New Jersey ist. Dougs Arbeitgeber IPS befindet sich in Brooklyn und das einzige, was man noch easy in meine Tour packen könnte, wäre Richie's Firehouse, das sich ebenfalls in Queens befindet. Also viel Spaß bei der Tour, solltet ihr sie machen, ist ein cooler, mehrstündiger Spaziergang durch die verschiedenen Gegenden in Queens. Kann es nur empfehlen. Damit danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und hört gerne auf allen Musikplattformen da draußen in meine Klaviermusik rein, wenn es euch interessieren sollte. Extra Dankeschön an alle Patreonen, YouTube-Mitglieder und Merch-Käufer. Ja, okay. Sympathischer Typ, kann ich noch gar nicht. Scheinbar einer, der in Amerika wohnt und deutschen YouTube-Content macht. Auch eigentlich smart, ne? Zu sagen, ich gehe jetzt Deutschland nach Amerika und gucke mir da Amerika an und mache darüber einen YouTube-Kanal. Das ist gar nicht so doof. King of Queens ist für mich halt, wie gesagt, ich habe das 99, glaube ich, angefangen zu gucken. Hat mich jahrelang begleitet. Nostalgisch. Aber sehr, sehr schöne Serie. Und es ist das auch, es gibt in Scrubs, sagt das, gibt es so eine Szene, wo JD erzählt, dass das war so die Sitcom-Folge, was Sitcoms so bedeuten können. Und das ist genau das, weil er meinte, nach einem harten, anstrengenden Tag, wo man irgendwie nicht gut drauf ist und irgendwie alles einen runtergezogen hat und so, das ist doch schön, wenn man nach Hause kommt und man hat etwas, was einen zum Lachen bringt. Und das war tatsächlich so King of Queens ein Stück weit, weil ich die am meisten geschaut habe, dass egal wie schlecht ich drauf bin oder genervt ich war, wenn ich King of Queens geguckt habe, habe ich einfach gelacht. Ich glaube, da habe ich auch gelernt, einfach in jeder Situation meines Lebens, egal wie kacke es mir geht oder was gerade um mich rum passiert, dass ich einfach auch mal lachen kann. Ja, weiß nicht, ob ich es da gelernt habe oder ob ich einfach ein empathieloses Arschloch bin oder emotionsloses, kaltes, na egal. Ja, King of Queens. Guckt es euch an, wenn ihr es nicht kennt. Es lohnt sich, es macht sehr viel Spaß. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangarang Man. Weil ich es kann. Weil ich es kann.